fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, ich mache heute den ultimativen Mäuse-Wissenstest. Ich bin Mausexpertin und weiß ganz genau, was eine Maus ist und was nicht. So, welches ist das grüne Hütchen? Das hier ist eine Maus. Das hier ist eine sehr süße und kuschelige Maus. Und das hier ist eine sehr leckere Maus. Lecker. Also ihr seht schon, das war jetzt vielleicht noch einfach, aber es gibt sehr viele unterschiedliche Mäuse. Sie sehen aber nicht nur unterschiedlich aus, sie leben auch ganz unterschiedlich und man findet sie oft an Orten, an denen man sie gar nicht vermuten würde. Ich treffe mich jetzt mit Dirk, der kennt sich mit Mäusen richtig gut aus und zwar nicht nur mit solchen. Dirk ist Biologe und arbeitet im Zoo in Münster. Heute treffe ich ihn aber bei sich zu Hause. Er wohnt auf einem alten Bauernhof und da sollte es doch bestimmt Mäuse geben, oder? Hallo Dirk! Anna, was hat dich denn aufs Land verschlagen? Hi, ja, ich habe gehört, du bist Mausexperte und da kannst du mir bestimmt ein paar Fragen über Mäuse beantworten, oder? Ja, du, wir sind auf dem Bauernhof, ne? Schau, da ist der Experte, nicht ich, das ist Watson, unsere Hofkatze. Und also auf Bauernhöfen findet man ja öfter mal Katzen, das liegt daran, dass sie die Mäuse vertreiben sollen, oder? Vertreiben nicht, sondern jagen. Also eigentlich, sie jagen und fressen die. Ja, aber du hast recht. Im Prinzip sind die Katzen dafür da, dass die Hausmäuse weniger werden, ja. Du, er geht in den Stall. Ich glaube, wir könnten auch mal hier in den Stall gucken. Da sind eigentlich so am meisten Hausmäuse zu finden. Hast du welche? Ich denke schon, ja. Gehen wir mal hier rein. Los geht's! Schau mal, da sind schon Gerstenkörner. Also hier wird sich eine Maus zumindest wohlfühlen. Es gibt was zu essen. Worauf man achten könnte, wäre zum Beispiel auch Mäusekot. Vielleicht finden wir da ja ein bisschen was. Ja. Stimmt. Wo Mäusekot ist, sind Mäuse sicher nicht weit. Aber leider ist es nicht einfach, hier die kleinen Tiere zu finden. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weitersuchen, gibt's für euch die ersten Infos. Hausmäuse haben schon vor Jahrtausenden entdeckt, dass es sich bei den Menschen gut leben lässt. Unsere Scheunen und Vorratskammern sind ein Schlaraffenland für die Nager. Dort finden sie nicht nur Getreidekörner. Mit ihren ständig nachwachsenden Schneidezähnen beißen sie sich durch Säcke, Kartons und sogar durch dünne Wände. Damit richten sie großen Schaden an und vernichten Nahrungsmittel. Und das, obwohl eine Hausmaus nicht mehr als 3 Gramm pro Tag frisst. Auch in U-Bahn-Schächten haben sich Hausmäuse angesiedelt. Hier herrscht sommers wie winters ein angenehmes Wohnklima. Fressbares gibt es genug, denn viele Passagiere werfen leider ihre Essensreste zwischen die Schienen. Im Abfall fühlen sich die Mäuse wohl. Sie vermehren sich rasant. Schon nach 12 Wochen kann aus einem Mäusepaar eine Familie von 128 Tieren entstehen. Oh, schau mal. Jetzt habe ich was entdeckt. Das ist doch eindeutig von der Maus angeknabbert worden, oder? Eindeutig, würde ich sagen. Wow, hier noch mehr. Das war auch nicht nur eine Maus, das waren mehrere. Und da ist noch sowas, Mausekötte. Kacke, Mäusekacke. Genau. Eine heiße Spur, noch mehr Mäusekacke. Schauen wir mal hier rein. Oh, was ist das denn? Oh, da bewegt sich irgendwas. Das ist ein Mäusenest. Oh. Mäusebabys. Oh Gott, sind die klein. Wow. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, glaube ich. Ist ein bisschen schwierig zu sehen, weil die sich so aneinander kuscheln. Aber die haben die Augen noch zu. 8 ist übrigens überhaupt gar keine besonders große Zahl für ein Jungtiernest. Also meistens sind es sogar noch mehr Jungtiere. Echt? Ja. Meinst du, ich kann mal eins auf die Hand nehmen? Na, ich würde es nicht tun. Wir wollen ja, dass die Mutter sie wieder annimmt. Und wenn wir jetzt da eins auf die Hand nehmen... Ach so, dann riechen die nach mir und dann denkt die Mutter, das riecht ja eklig. Ja, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Dann lassen wir sie lieber ganz in Ruhe, oder? Ich glaube auch, die Mutter wird in der Nähe sein, vermute ich. Also lass uns mal wieder zumachen. Okay.
Ja, aber Mäuse sind doch eigentlich ziemlich süß. Warum haben denn die Menschen so ein Problem mit Mäusen? Wenn sehr viele Mäuse sind, gerade auf dem Bauernhof, sind es natürlich auch einerseits Nahrungsschädlinge. Sie gehen, wie wir hier gerade gesehen haben, an Gerstenkörner. Und das ist ja das, was der Mensch eigentlich auch haben möchte, ja, die Getreidekörner. Also es sind Nahrungsschädlinge und außerdem können sie auch Krankheiten übertragen. Und das sind einfach die Gründe, warum man schon seit langer, langer Zeit versucht, eben auch die Mäuse kurz zu halten. Ach so, und wie macht man das? Man nimmt Katzen, wie unser Watson hier zum Beispiel. Man kann auch Gift einsetzen oder fallen. Ah, okay. Das sind jetzt natürlich alles Möglichkeiten, bei denen die Mäuse getötet werden. Das ist nicht so schön. Ich zeige euch jetzt mal noch eine andere Möglichkeit. Ich mache mich auf den Weg zu Jens, der im Julius-Kühn-Institut in Münster arbeitet. Er ist auch Biologe und forscht an Mäusen. Hallo Jens! Hallo, grüß dich. Hallo. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Du forschst mit Nagetieren, speziell mit Mäusen. Was genau erforschst du denn? Genau, bei uns geht es um Mäuse. Uns interessiert zum Beispiel, welche Arten wo vorkommen, wie die sich auch in ihren Habitaten bewegen. Und speziell interessiert uns auch, wer Schäden verursacht, weil das kann ein großes Problem werden bei manchen Arten und das möchten wir auch gern verhindern. In ihren Habitaten bewegen, das hört sich interessant an. Was heißt genau. das? Genau. Habitat bedeutet in welchen Landschaftsteilen die vorkommen. Ja? Ob das jetzt Waldarten sind oder ob die auf der Wiese vorkommen, auf den Acker gehen oder in Gebüschen und Hecken zum Beispiel. Alles klar. Und um das zu erforschen, brauchen wir Mäuse, oder? Genau, wir brauchen Mäuse und wir sind keine Katzen, deswegen nehmen wir Fallen und versuchen die zu fangen. Wir fangen die lebend. Ach, Gott sei Dank. Und damit es den Tieren gut geht, kommen in die Fallen Nistmaterial, dass sie sich da so ein kleines Nestchen bauen können. Als Köder verwenden wir Sachen, die den Mäusen gut schmecken. Das ist einerseits Apfel, weil da auch Feuchtigkeit drin ist. Und dann haben die auch gleich was zu trinken. Ein paar Haferflocken kommen mit rein. Und hier solche Pellets, die man auch den Meerschweinchen zu Hause füttert, damit die dann, bis wir die Fallen kontrollieren, auch gut über die Runden kommen. Wir wollen ja auch sehen, dass es den Tieren gut geht. Manche Mäuse fangen wir 10, 20 Mal, weil es denen in den Fallen so gut geht. Die kann dort, wenn sie gefangen sind, keiner fressen. Und denen gefällt das, glaube ich, ganz gut in der Falle. Dann lass uns doch gleich mal loslegen. Ja, schauen wir mal. Gummistiefel bekomme ich, falls es regnen sollte. Weil Mäuse Krankheiten übertragen können, ziehen wir zur Sicherheit Schutzkleidung an. Deshalb auch die Handschuhe. Gut, also ich bin bereit. So, dann würde ich sagen, stellen wir hier die erste Falle hin. Ja. Ja, kannst du alles fallen lassen erstmal. Gut. Das ist die Falle. Genau, das sind die Lebendfallen. Die haben zwei Abteile. Hier hinten ist eins, da kommt der Köder rein. Und wenn die Maus dahinter möchte, dann geht sie durch den Eingang und muss über diese Klappe hier laufen. So. Und warum machen wir dann das noch oben drauf? Wenn es regnet, damit die Tiere nicht nass werden und auch, dass andere Tiere, Raubtiere zum Beispiel, auch die Mäuse nicht gleich sehen. Ja, ah, aber auch okay. Zum Schutz der Tiere, die gefangen werden. Was sind denn so die Feinde von den Mäusen? Also zum Beispiel das Mauswiesel. Das ist ein kleines Säugetier, der Mäusebussard. Und ich sage jetzt mit Absicht diese beiden Arten, weil die Namen schon sagen, was die fressen. Ja, aber also die haben eine Maus in ihrem Namen, sind aber keine Mäuse. Genau. Tricky. Vielleicht fängst du zwei Mäuse. Kam das schon mal vor? Mein Rekord waren 14. In einer Falle? Hm. Fertig, das ging doch schneller als gedacht. Geschafft. Alle Fallen aufgestellt. Und jetzt? Wie lange müssen wir jetzt warten, bis da welche drin sind? Na, das dauert jetzt schon eine Weile. Wir würden die normalerweise zu Sonnenaufgang, zu Sonnenuntergang leeren, so ungefähr alle 12 Stunden. Aber so lange können wir nicht warten. Nee. Deswegen habe ich gestern schon mal Fallen aufgestellt. Und zwar auf einem Grünland, an einem Getreidefeld und an einer Hecke. Und dann schauen wir mal, was drin ist. Oh ja, schauen wir mal. Bei so leckerem Futter wie Apfel und Haferflocken sollte das eine oder andere Mäuschen in die Falle getappt sein. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Na, wenn du so gespannt bist, mach du mal auf. Okay. Wie mache ich das jetzt einfach? Den Sichtschutz hochmachen? Genau, einfach den Deckel abmachen. Na, schau mal. Ja. Da haben wir schon was. Ach Gott. Wie tue ich die jetzt raus? Wir hoffen mal, dass sie kooperativ ist. Oh. Da ist sie. Oh ja. Da saust sie. Ui, 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 ui. Da muss ich aufpassen, dass sie mich nicht beißt. Ja. Ach Gott, ist die klein. Das ist ein kleines Feldmäuschen. Denkst du, ich kann sie auch mal halten? Ja, wenn du dich traust. Ja, ich halte mal die Hand drunter, dass sie mir nicht ab... Lass es über den Eimer am besten, wenn sie dir aus der Hand fällt, dass sie im Eimer landet. Das tut ihr jetzt nicht weh, wenn ich sie so am Nacken halte? Nein.
Okay, ich glaube, ich setze sie jetzt aber trotzdem wieder zurück, weil sie schaut doch ein bisschen ängstlich. Da fühlt sie sich bestimmt wohler. Guck mal. Ja. Dann schauen wir mal, ob du noch mehr Versuchsmäuse gefangen hast. Ja, ich denke schon. So, wir schauen mal hier rüber zur Hecke. Ja. Da wird es nämlich wahrscheinlich andere Arten geben als direkt am Feld. Nachdem das jetzt an der Hecke ist, könnte es eine Waldmaus sein, oder? Könnte eine Waldmaus sein oder eine Rüttelmaus zum Beispiel. Schauen wir mal. Oder eine Eidechse. Nee, es ist eindeutig eine Maus. Oh. Es ist eine Maus. Ach, und schau, die sieht ganz anders aus. Ja, die hat viel größere Augen. Hat große Augen und große Ohren. Können wir die jetzt hier auch in den Eimer setzen? Das können wir nicht machen. Die können unheimlich gut springen. Und so wie du die Maus in den Eimer setzt, wird sie auch wieder rausflutschen. Oh. Wir müssen jetzt versuchen, die von der Falle in so eine Plastiktüte zu kriegen, damit wir uns die mal anschauen können. Oh. Ja, also. Ja, und da siehst du, dass die wirklich anders aussieht. Große Ohren, große Augen und auch einen ganz langen Schwanz. Wir müssen jetzt aber keine Angst haben, dass sie da keine Luft drin kriegt, oder? Nein, wir lassen die nicht so lange hier drin. Die fühlt sich jetzt auch nicht so sehr wohl. Ja. Deswegen gucken wir uns die nur kurz an. Und wir brauchen die jetzt auch nicht für Untersuchungen und können die dann einfach wieder laufen lassen. Wunderbar, dann lasse ich die Maus wieder raus. Da müsste ja jetzt meinen Berechnungen zufolge wieder eine Feldmaus drin sein, also eine Wühlmaus. Da waren deine Berechnungen falsch. Oh nein, da ist gar nichts drin. Das ist eigentlich das, was man am häufigsten sieht, dass nichts in der Falle ist. Nachdem ich jetzt gerade schon so falsch lag, sage ich lieber nicht, was hier drin ist. Oh ja, da sitzt jemand. Was könnte... Der macht so... Och Gott, was könnte das denn sein? Sieht schon anders aus als die Waldmaus, gell? Ja, das sieht anders aus als die Waldmaus. Sieht eigentlich so ähnlich aus wie die Feldmaus, aber das ist eine Rüttelmaus. Ach. Und warum heißt die jetzt Rüttelmaus? Weil das Fell so leicht rötlich ist? Genau, die hat so einen rötlichen Schein auf dem Rücken, sieht so ein bisschen kastanienbraun aus. Ja. Deswegen finde ich das ein ganz guter Name eigentlich für das Tier. Ja, schön sieht die aus. Ja. Das ist auch eine Art, die wir für unsere Arbeit hier nicht benötigen. Und deswegen können wir die auch einfach wieder laufen lassen. Tschüss, Rüttelmaus. Und saus! Eine Feldmaus fangen wir noch. Ja! Bei der letzten Falle haben wir allerdings wieder Pech. Tada! Nichts. Nichts drin. Schade. Ja, aber wir haben genug. Reichen zwei Tiere gefangen und mit denen kommen wir zurecht heute. Zwei Feldmäuse. Also Feldmäuse, Waldmäuse, Rötelmäuse. Ganz schön verwirrend, oder? Das schauen wir uns jetzt noch mal an. Langschwanzmäuse wie Hausmaus und Waldmaus haben, logisch, einen langen Schwanz, große Ohren und Augen und eine relativ spitze Schnauze. Wühlmäuse wie die Feldmaus oder die Rötelmaus haben einen kurzen Schwanz, kleine Ohren und Augen und eine stumpfe Schnauze. Damit wühlen sie sich durch die Erde, um an Pflanzenwurzeln zu kommen. Dann gibt es aber auch noch Mäuse, die gar keine sind. Die Haselmaus kann man durch ihren behaarten Schwanz von den richtigen Mäusen unterscheiden. Sie gehört zu den Schlafmäusen. Kein Wunder, sie schläft im Winter fast 7 Monate lang. Mit ihrer spitzen Schnauze sieht die Spitzmaus zwar wie eine Maus aus, gehört aber zu den Insektenfressern. Die Fledermaus hingegen ist ein Fledertier. Das sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können wie Vögel. Aber jetzt will ich erfahren, wozu wir die Feldmäuse denn gefangen haben. Hallo Annika. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ich hab die Annika mitgebracht. Hi. Na, was machst du hier? Ich mache einen Labyrinthversuch mit den Feldmäusen. Ich möchte gerne einen Stoff finden, der eklig riecht. Und deshalb habe ich hier ein Labyrinth aufgebaut, wo auf der einen Seite der Stoff ist und auf der anderen Seite nichts. Und dann laufen die Feldmäuse da durch und ich sehe, was sie gut finden und was sie nicht so gut finden. Wunderbar, da kannst du ja unsere zwei Feldmäuse gut gebrauchen. Sehr gut gebrauchen, ja. Darf ich dir dann vielleicht helfen? Ja, gerne. Wunderbar, dann legen wir los. Für dich. Viel Erfolg. Danke jetzt. Bis dann. Annika sucht also nach einem Duftstoff, mit dem man Feldmäuse erfolgreich verscheuchen kann, ohne sie töten zu müssen. Und zwar habe ich heute einen Stoff ausgesucht, der so ein bisschen wie Terpentin riecht. Und als Kontrolle nehmen wir Wasser. Und mal gucken, ob du das gleich auseinanderhalten kannst, was der übelriechende Stoff ist. Einmal umdrehen. Ja. Okay. Ja, also das hier ist der eklige Stoff, wobei ich zugeben muss, für mich riecht er eigentlich ganz gut. Riecht denn für die Mäuse dasselbe
übel wie für uns oder haben die da unterschiedliche Geschmacks- oder Geruchsnerven? Nee, für die sind auch schon andere Sachen eklig als für uns. Also zum Beispiel gerade so Nadelbäume, da habe ich auch einen Stoff, den finden die auch gar nicht gut. Im Nadelwald kommen Feldmäuse ja auch nicht vor. Weil sie als Wühlmäuse unterirdisch leben, werden die Boxen noch abgedunkelt. So fühlen sie sich dort wohler. In jede Box kommt ein Stück Apfel. Gut. Also hier ist jetzt das neutral nach nichts riechende Wasser drin und hier ist das der übel riechende Geruch, obwohl ich finde, ja, es riecht ganz gut drin. So, und dann? Genau, und das ist hier die Startbox. Da kommt die Maus am Anfang rein und dann kann sie sich in dem Labyrinth frei bewegen und ich hoffe, dass sie nur in die Box geht, wo das Wasser ist und nicht in unsere Stoffbox. Gewogen werden die Mäuse auch noch. Also bewegt sich ein bisschen viel, aber so 35 Gramm wiegt sie schon. Ja, das ist schon leicht übergewichtig bei Mäusen. Ist viel, oder? Ja, eine dicke alte Mäusedame. Aber warum werden die Mäuse gewogen? Weil ich ja nicht nur einen Stoff finden will, den die dicken Mäuse nicht gut finden, sondern ich möchte auch einen Stoff finden, den die kleinen Mäuse, die jungen Mäuse, die dünnen Mäuse, die dicken Mäuse. Und deswegen nehme ich halt sowas wie Alter und Gewicht und Geschlecht auf, damit ich quasi eine große Bandbreite an Eigenschaften abdecken kann. Jetzt kann es losgehen. Oh, ja, Mensch. Das ging ja jetzt schnell. Ja, das war doch jetzt sehr erfolgreich, oder? Ja. Wie du es dir gewünscht hast. Bilderbuch. Ja, coole Sache, oder? Hast du denn noch andere Mäuse? Ja, wir haben noch andere Mäuse, aber ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Oh! Das ist aber keine Maus, das ist doch eine Ratte. Ja, aber Ratten gehören ja auch zu den Mäusen. Denkst du, wir können die mal anfassen? Wir können es mal probieren. Aber eigentlich sind die ganz nett. Ja, setzen wir hier bei dir auf den Schoß. Oh, am Schwanz? Tut der das nicht weh? Nee. Und warum ist die jetzt bei euch? Weil die Ratten genauso wie Feldmäuse auch Schäden anrichten können. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir ausbüchst. Wir können sie auch wieder zurücksetzen, wenn du willst. Ja, ich habe sie nicht mehr. Okay. Sie hat mich auch ein bisschen angepieselt. Siehst du, sie war auch aufgeregt, so wie ich. Aber ich habe nicht gepieselt, ich schwör's. Und die Ratte ist auch eine Maus, aber eine sehr große Maus, oder? Ja, aber sie ist eine Maus und sie ist auch am engsten mit der kleinsten Maus verwandt, nämlich mit der Zwergmaus. Der Zwergmaus? Oh, das hört sich toll an. Und wisst ihr was? Zwergmäuse gibt's im Zoo in Münster. Und da kann ich jetzt noch mal den Dirk treffen. Ihr kommt mit. Hallo Dirk, da bin ich wieder. Ja, schön, dich wieder zu sehen. Ja, diesmal besuche ich dich allerdings auf deiner Arbeit im Zoo Münster. Genau. Weil ich gehört habe, hier gibt's Zwergmäuse. Ja, haben wir. Aber guck, ob du welche findest. Hier. Da sind jetzt die Zwergmäuse drin. Hier sind die drin, genau. Ich habe eine. Ich habe auch schon zwei. Die sind klein. Hier bewegt sich irgendwas, aber ich sehe nicht, woher es kommt. Die heißt nicht ohne Grund Zwergmaus. Schau mal hin. Ja. Da hinten ja. War gerade was. Zwergmäuse sind Winzlinge. Da sie so leicht und klein sind, können sie mit ihrem Greifschwanz von Grashalm zu Grashalm klettern. So müssen sie nur selten auf den Boden kommen und werden nicht so leicht von Feinden entdeckt. Ah, cool. Ja, jetzt weiß ich, warum die Zwergmäuse heißen. Die sind ja wirklich so. Man erkennt erst gar nichts und dann, je länger man guckt, desto mehr sieht man eigentlich, dass da doch ganz schön was los ist und viel Gewusel unterwegs ist. Genau, da sind noch einige drin, an die 20 im Moment. Wir können auch noch etwas näher rangehen, wenn du magst. Total gerne. Darf ich mal hinter die Kulissen? Genau, wir gehen hinter die Kulissen. Hier ist auch ein Nest. Und so sieht's halt aus, wenn die Mäuse es dann im Original eingebaut haben. Hier. Das sieht ja cool aus. Guck hier, da ist der Eingang. Aber von den Mäusen sieht man jetzt irgendwie nicht so viel, ne? Kann man die irgendwie anlocken? Mit Futter können wir versuchen. Ja, wir machen erst zu, damit sie nicht rausspringen. Ne? Eine Maus dazwischen, was bekommen die denn? Äpfel, Möhren, Gurken, also Gemüse, aber eben auch Körner. Das Gemüse müsstest du jetzt allerdings schneiden. Ja, gerne. Aber hier 20 Mäuse, oder? Das dürfte doch reichen. Das kriegen die Bären, haha. Ach so. Nein, da musst du schon selber ran, also bitte. Noch 3 Schneiden, Möhren, 20 Mäuse.
wolltest Dreiecke, ja, bekommst du Dreiecke. Da die Zwergmäuse gut klettern können, verstecken wir die Gurken und Apfelstückchen in den Ästen. So müssen sich die Tiere das leckere Futter erstmal suchen. Außerdem gibt es noch Körnerfutter. Ganz gesunde Körnermischung, machen wir einfach den Napf voll. Ja, perfekt, das reicht. Hier kannst du ihn hinstellen. Und ich fürchte, jetzt müssen wir etwas warten. Nicht gerade meine Stärke, das Warten. Doch unsere Geduld lohnt sich. Die Zwergmäuse wagen sich raus. Noch ein bisschen scheu, aber Neugier und Hunger sind größer als die Angst vor uns Zuschauern. Und süß, wie die sich das Futter so reinschiebt, gell? Mit den Vorderbeinchen. Genau. Und dann siehst du mal richtig schön die kleinen Knopfaugen. Weg ist sie. Schade. Ja. Kann man die denn auch mal so auf die Hand nehmen? Die sind schon sehr zerbrechlich und vor allen Dingen unheimlich schnell und scheu. Also die kannst du nicht wirklich in der Hand halten. Ja. Du, aber ich könnte dir noch mal andere Mäuse zeigen. Die sind einiges größer und stachlig. Stachlig? Und ja, die kann man auf die Hand nehmen? Wir könnten es mal versuchen. Alles klar, der Herausforderung stelle ich mich. Dann können die hier mal noch schön weiterfuttern. Mahlzeit. Denk nur dran, die Tür eben zuzumachen. Auf jeden Fall. Tschüss. Die Stachelmäuse kommen auf der ganzen Welt nur in einem kleinen Gebiet in der Türkei vor. Schau mal, hier ist eine. Die ist natürlich ein bisschen Angst, die ist das nicht so gewohnt, dass die in der Hand sitzt. Jetzt schauen wir hier hinten. Das hier sind die Stacheln, viel mehr ist das gar nicht. Darf ich das mal anfassen? Na, ja, kannst du. Ach ja. Die können die auch aufstellen und wenn jetzt ein Fuchs meinetwegen die fressen würde, dann würden die Stacheln dazu führen, dass sie vielleicht im Hals auch einfach stecken bleibt. Und das ist also das ist dann für den Fuchs natürlich nicht so angenehm, der spuckt die dann lieber wieder aus. Genau, das macht er dann vielleicht einmal und dann frisst er nie wieder eine Stachelmaus. Dass es sogar Mäuse mit Stacheln gibt, echt cool. Wie ihr seht, können Mäuse ganz unterschiedlich sein. Faszinierend, oder? Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr nochmal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Mit Dirk habe ich auf dem Bauernhof ein Hausmäusenest gefunden. Oh Gott, sind die klein. Zusammen mit Jens habe ich Mausefallen vorbereitet. Manchmal fängt man damit nicht nur eine Maus. Mein Rekord waren 14. In einer Falle? Danach haben wir Fallen kontrolliert. Neben zwei Feldmäusen haben wir eine Wald- und eine Rötelmaus gefangen. Aber die haben wir gleich wieder freigelassen. Tschüss, Rötelmaus. Und saus. Schauen wir mal, was funktioniert. Genau. Mit den zwei Feldmäusen hat Annika ein Experiment gemacht. Sie will einen übel riechenden Stoff finden, mit dem man Feldmäuse von Feldern fernhalten kann. Das geht ja jetzt schnell. Das dürfte doch reichen. Das kriegen die Bären. Die Zwergmäuse durfte ich mit Futter versorgen und mich selbst auch. Zum Abschluss hat mir Dirk noch Stachelmäuse gezeigt. Mensch, haben wir heute wieder viel gelernt, oder? Ich bin mir sicher, ihr wisst jetzt mindestens genauso gut Bescheid über Mäuse wie ich und ihr könnt ganz genau unterscheiden, was eine richtige Maus ist und was nicht. Ich sage jetzt einfach mal aus die Maus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die